willkommen. Mein Name ist Kati und ihr seid auf meinem Kanal Katis Diamond Story. Es wurde sich ja gewünscht, dass ich zeige, wie ich meine Sternenjacke angefangen habe oder wie ich sie hergestellt habe. Für alle, die sie so nicht kennen, sie ist hier noch in der Produktion sozusagen und die hatte ich euch ja, zeige ich euch ja samstags, wenn ich meine Häkelarbeiten zeige von der Woche, halte ich die euch ja ab und an mal in die Kamera. Und wie gesagt, es wird eine, ja, sieht halt aus wie ein Stern. Eine Jacke wird das. Oder Weste. Je nachdem, wie man möchte. Das kann man sich ja dann nachher abwandeln, wie man das möchte. Ja, dazu wollte ich euch ein kleines Video machen. Die werde ich jetzt 1, 2, 3 Nummern kleiner häkeln für meine Tochter. Und zwar nehme ich dafür hier Gründelgarn. Entschuldigung, das hatte ich mir mal bei uns im Globus gekauft. Das war runtergesetzt, da habe ich mir ein paar Knäule sichern können für 1,50. Ja, es ist halt, ich glaube, das ist reines Acryl. Genau, man kann es nicht mehr lesen, ist hier durchgerissen, aber gut, ist nicht schlimm. Für eine 5er bis 6er Nadelstärke geeignet und 100 Gramm haben 1 oder 166 Meter. Die habe ich in Grau geholt. Hier seht ihr mal die Farbnummer, das ist die 02 und die Partie. Ja, aber ich dachte, wie gesagt, für 1,50 habe ich sie mitgenommen. Ja. Da habe ich ein paar Knäule, wie viele kann ich euch gar nicht sagen, weil ich, wie gesagt, alles eingesteckt hatte, was noch da war. Waren aber nicht so viele. Aber ich denke mal, für meine Tochter reicht das. Wie im Garn beschrieben, nehme ich jetzt eine 5er-Nadel und wir machen unsere Schlaufe. So, jetzt haben wir unsere Schlaufe. Mach den Faden bereit. Ich mache das mal ein bisschen rüber. Und dann gehen wir hin. Ihr könnt entweder mit einem magischen Ring starten oder mit einem Luftmaschenring. Ich mache hier einen Ring. Ich schlage 3 Maschen an und gehe dann mit der, wo ich noch auf der Nadel habe, einfach in meine erste Luftmasche rein und mache eine Kettmasche. So, dann habt ihr einen kleinen Ring. Ich mache den immer ein bisschen kleiner, weil ich das nicht so mag, wenn da so ein größeres Loch in der Mitte ist. So, dann gehen wir für unsere erste Ecke 3 Maschen hoch. Das ist unser erstes Stäbchen. Wir holen den Faden und gehen in die Mitte von unserer Luftmaschenkette oder von unserem Luftmaschenring und holen den Faden und machen ein Stäbchen. Und nochmal Faden holen und nochmal einstechen und nochmal ein Stäbchen. So. Das zählt sozusagen als 1 schon mal. Dann machen wir 2 Luftmaschen. Und nochmal 3 Stäbchen. Ein Stäbchen. Faden holen. Nochmal durch. 2 Stäbchen. Faden holen. Und 3 Stäbchen. Dann haben wir hier schon mal unsere allererste Ecke. So, wieder 2 Maschen für die Ecke. Faden holen und noch einmal 3 Stäbchen. 1, 2, 3. So. Bisschen schieben. 2 Maschen. Und nochmal 3 Stäbchen.
1, 2, 3 Ecken haben wir jetzt. Jetzt kommt die vierte Ecke. Also 2 Maschen. Und schieben. 1 Stäbchen. 2 Stäbchen. 3 Stäbchen. So, das wird die fünfte Ecke. 1, 2. Und eine Kettmasche in unsere erste Luftmasche. Jetzt haben wir genau 5 Ecken. Dann haben wir schon mal unser Pentagon oder Fünfeck erreicht. So, ihr könnt jetzt hingehen und entweder die Arbeit wenden und alles wieder zurück häkeln, oder ihr macht es wie ich und geht weiter in die nächste Ecke. Also machen wir unsere, Mensch, muss den Faden neu holen, ich das ein bisschen strammer will, weil ich nicht will, dass man hier so den Übergang so stark immer sieht. Also gehen wir hier in unsere erste Masche rein, in das Maschenglied, holen den Faden und machen eine Kettmasche. In die nächste Masche von dem Stäbchen, holen den Faden und machen nochmal eine Kettmasche. So, jetzt sind wir hier in unserem Zwischenraum, wo wir die 2 Luftmaschen gemacht haben. Stechen wir ein, Faden holen und die Kettmasche. So. Und dann gehen wir wieder 1, 2, 3 Luftmaschen nach oben und arbeiten wieder ein Stäbchen in den Zwischenraum. Ja. 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen in denselben Zwischenraum. 2 Stäbchen, 3 Stäbchen. So, die 3 Maschen werden jetzt übersprungen. Wir stechen hinten ein und machen 1, 2, 3 Stäbchen. 2 Luftmaschen für unsere Ecke, wieder in denselben Zwischenraum und nochmal 3 Stäbchen. Jetzt ist mein Faden ausgegangen. Muss ich mal gucken. Sieht ein bisschen verwuhlt aus, mein Garn. So, dann kommen hier wieder in den Zwischenraum bei unseren 2 Luftmaschen. Noch einmal ein Stäbchen, 2 Stäbchen und das dritte Stäbchen. 2 Luftmaschen und wieder in denselben Zwischenraum ein Stäbchen, 2 Stäbchen. 3 Stäbchen. So, diese 3 Maschen überspringen. Nächster Zwischenraum. 1 Stäbchen, 2 Stäbchen, 3 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Ups, na gut, jetzt ist er ab. 1, 2 Luftmaschen und wieder in denselben Zwischenraum 2 Stäbchen. 3 Stäbchen. Warum sage ich immer 2? Wegen den 2 Luftmaschen. So.
Und dann haben wir hier, ihr müsst ja jetzt ein bisschen gucken, weil das ja unser Anfang war, in den Zwischenraum mit den zwei Luftmaschen, ein Stäbchen, zwei Stäbchen und das dritte. Oder auch nicht. Und das dritte Stäbchen. So. Dann wieder zwei Luftmaschen. Und nochmal in denselben Zwischenraum. Drei Stäbchen häkeln. Zwei. Und die drei. So, jetzt haben wir ja hier unsere Maschen, wo wir noch überspringen. Da geht ihr einfach in das erste oder in das dritte Maschenglied von unseren ersten drei Luftmaschen. Faden holen, ein bisschen zuziehen, damit man das nicht so sieht. Und mit Kettmaschen in den nächsten Zwischenraum arbeiten. Kettmaschen. So. Ja. Drei Luftmaschen als Ersatz für unser erstes Stäbchen. So, und ihr seht es. Es wird ein Fünfeck. Ein Pentagon. So, die Zunahmen sind immer in den Ecken. Eins, zwei und unser Ersatzstäbchen mit den drei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen. Und noch einmal Stäbchen. Eins, zwei und drei. So, jetzt habt ihr hier auch einen Zwischenraum. Und da machen wir natürlich dann auch eins, zwei, drei. Stäbchen rein. So, hier sind wir wieder an der Ecke. Das heißt, hier machen wir wieder drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und drei Stäbchen. Haben wir da eine Seite schon mal fertig. Machen wir noch gerade die Runde fertig. Also wieder Zwischenraum. Also wir haben jetzt hier die Ecke, hier unseren Zwischenraum und hier wieder unsere Ecke. Das heißt, hier kommen noch mal drei Stäbchen rein. Eins, zwei, drei. So, Ecke. Drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Drei. So, das heißt, die nächste Ecke ist fertig. So, ich mache das gerade noch mal bis zum Schluss und zeige euch hier noch mal kurz den Übergang. So, jetzt haben wir unsere Reihe beendet und wir stechen in die Masche ein oder ihr stecht halt komplett in das Glied und holt den Faden und eine Kettmasche. Und dann gehen wir mit Kettmaschen nach vorne, wenn ihr die Arbeit nicht wenden wollt.
wieder drei Stäbchen. Ach, drei Stäbchen, drei Luftmaschen. Zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Das könnt ihr jetzt eurer Größe natürlich individuell anpassen, wie ihr das möchtet. Wie es euch am besten passt. Und dann kommen nachher noch die Armschlaufen dran. Das zeige ich euch dann gleich noch. So, hier seht ihr mal unser Pentagon. Es ist ein bisschen gewachsen. Für meine Tochter reicht das jetzt aus. Ich kann ihr jetzt die Armausschnitte machen. Ich habe die Kamera eben ein bisschen höher geholt, damit ihr einfach mal seht, wie groß das jetzt so ungefähr ist. Und sie hat jetzt, zählen wir mal die Ecken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Reihen. Ja, und meine Tochter trägt jetzt 176. Ja. Ich hole euch jetzt nochmal näher ran und dann zeige ich euch, wie wir die Armausschnitte häkeln. So. Wir haben hier die letzten drei Stäbchen und unseren Zwischenraum gemacht. Ich beende noch gerade mein Stäbchen. So, und jetzt machen wir hier wieder den Anschluss, also eine Kettmasche. Eins und gehen vorne in unsere Ecke rein mit Kettmaschen. Zwei und die dritte. So, jetzt machen wir drei Luftmaschen als Ersatz für unser erstes Stäbchen und noch zwei Stäbchen in die Ecke. Zwei. So, nun arbeiten wir ganz normal weiter bis hier in unsere nächste Ecke. Also, wir machen in jeden Zwischenraum drei Stäbchen. Das hier ist immer noch mein erstes Knäuel. Ich meine, gut, ich häkel ja auch mit einer 5er Nadel. Da fällt das alles ein bisschen größer einfach aus. Ich habe aber mir jetzt schon, also das hier ist der Rest von meinem Knäuel. Es ist ein bisschen durcheinander. Ich habe mir aber trotzdem jetzt noch das zweite Knäuel gesucht, dass ich das habe, für gleich weiterzumachen. So. Ich hoffe, die Anleitung war bis jetzt wenigstens etwas verständlich. Im Erklären bin ich einfach nicht so der Burner. Aber gut, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr mir ja schreiben. Und dann probiere ich euch dann natürlich weiterzuhelfen. Das ist kein Ding. No. Ihr könntet ja auch dieses Muster ersetzen und nur Stäbchen machen. Also anstatt drei in Zwischenraum, also in jede Luftmasche ein Stäbchen. Das werde ich jetzt gleich machen in der nächsten Runde, wenn ich die Armausschnitte drin habe. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Da hat man so ein bisschen den Stern, sieht man dann ein bisschen mehr, das Pentagon. Weil nachher, wenn die Arme mit dran sind, ja, ist die Form halt ein bisschen weg. Und deswegen fand ich das ganz schön, wenn da die Stäbchen mit dabei waren. So, wir sind an der nächsten Ecke. Und da gehen wir jetzt auch wieder hin und machen erstmal nur drei
Stäbchen rein. Drei. Und hier an die Seite kommt hier jetzt unser Arm sozusagen. Ja, und den machen wir erstmal mit einer Luftmaschenkette. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, kurz hier entwirren, 30. Ich gucke mir das Ganze jetzt an, weil das zieht sich ja noch mal ein bisschen. Mit 30, ich mache mal 35 Maschen. 2, 3, 4 und 5. So. Ich denke mal mit 35 Maschen. Ist das für Sie ausreichend? So, und hier unten gucken wir jetzt, je nachdem, wie breit ihr euren Ärmelausschnitt haben möchtet. Ich hatte jetzt schon bei meiner Tochter geschaut und habe bei ihr festgestellt, also 1, 2, 3, 4, in das fünfte werde ich die Luftmaschenkette ansetzen. Das reicht bei ihr. Das könnt ihr ja anhalten, sozusagen am Rücken oder an einem T-Shirt. Wenn ihr das T-Shirt auflegt, dann seht ihr ja auch den Ärmelausschnitt vom T-Shirt und dann passt das. Und da, wo das T-Shirt unter der Achsel zusammenläuft, würde ich noch einen kleinen Ticken Platz lassen und dann die Maschenkette wieder ansetzen. Die Luftmaschenkette wieder ansetzen. So, und von hier unten, die Spitze zähle ich jetzt nicht mit, sondern ich zähle nur hier 1, 2, 3, 4 und in das fünfte kommt meine Luftmaschenkette zur Befestigung. Ich gucke jetzt ein bisschen, dass die mir nicht so stark verdreht ist, damit ich dann nachher wieder gut arbeiten kann. Und dann macht ihr die halt einfach gleich mit einer Kettmasche oder festen Masche fest. So. Und dann starten wir wieder wie gewohnt mit drei Stäbchen in den Zwischenraum. Ich mache gerade noch mal eins, dann zeige ich es euch gleich noch mal. Zwei und die drei. So. Seht ihr? Also hier oben an der Ecke nur einmal die drei Stäbchen und dann gleich in die Luftmaschenkette einsteigen. Wie gesagt, 35 Maschen habe ich, eine Kettmasche, eine feste Masche gemacht in den Zwischenraum und von dem Zwischenraum aus wieder in den nächsten Zwischenraum starten mit unserem normalen Muster. Also gar nicht so schwer. Ja, und hier drüben machen wir es dann genauso. Zeige ich euch dann aber auch gleich. Hier drüben. Da machen wir es genauso. Nicht am Po.
hier. Ja, jetzt arbeiten wir gerade nochmal die Ecke zusammen, dass wir die schon mal schön haben. Und hier wird jetzt ganz normal im Muster weiter gehäkelt. Also drei Stäbchen in jeden Zwischenraum. Die Ecke zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal. Also die wird jetzt an drei Ecken ganz normal gehäkelt, wie wir sie immer gehäkelt haben. Das heißt, hier ist meine Ecke. Wir machen drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. Zwei Luftmaschen. Und noch einmal in dieselbe Masche oder in denselben Zwischenraum noch einmal drei Stäbchen. Und drei. Damit habt ihr eure Ecke. Diese Seite arbeiten wir jetzt ganz normal weiter. So, ich habe hier schon meinen letzten Rest an Faden. Und hier habe ich mir nochmal das Garn hingelegt, wenn ich da den Anfang finde. Ich glaube es aber nicht. Also muss ich die Banderole mache ich ab. Und dann schauen wir mal, wo es hier startet. Na. Gefunden. So, dann haben wir hier ein bisschen Kuddelmuddel. Das entwirren wir ganz schnell und dann jetzt muss ich mal Banderole muss ich mir noch abmachen. So. Und dann starten wir da und nehmen unseren Faden für den weiteren Verlauf. So. Ich gehe jetzt hin und mache mir nur einen Knoten rein. Ihr könnt auch den Faden doppelt nehmen und gleich mit verhäkeln. Aber ich mache jetzt einfach den Knoten. Bei dem feineren Garn mache ich das, dann häkel ich das. Also nehme ich ein Stückchen immer mit den Faden und verhäkel mir den. Aber hier lasse ich jetzt gerade so. Das mache ich eigentlich auch immer nach Lust und Laune. Ne, bei dem dünneren normalerweise. Ja. So. Also dann häkeln wir mal weiter. In unserem Muster. Also drei Stäbchen in jeden Zwischenraum. So, wir sind wieder an der Ecke gleich angekommen. Also nochmal ein Zwischenraum mit drei Stäbchen. Zwei und drei. Hier die Ecke. Wir gehen ja jetzt sozusagen von hier hinten vor. Die Ecke wird auch gehäkelt mit drei Stäbchen. Moment, drei Stäbchen. Zwei. Und die Nummer drei.
2 Luftmaschen und noch einmal in den Zwischenraum 2 Stäbchen. So, damit haben wir die Ecke. Und jetzt schauen wir, die Ecke rechnen wir ja nicht mit. Wir haben 1, 2, 3, 4 und dann kommt unsere Luftmaschenkette. Also 4. In 4 Zwischenräume machen wir unsere 3 Stäbchen. Oder je nachdem, wie viel ihr Platz gelassen hattet. 1, 2. Der dritte. Das vierte, der vierte Zwischenraum. So, damit das jetzt gleich ist mit der anderen Seite, mache ich hier auch einmal eine feste Masche rein. Und dann brauchen wir wieder unsere 35 Luftmaschen. Oder je nachdem, wie viel ihr hattet. Wenn ihr 40 hattet, dann macht ihr 40. Wie gesagt, ich hatte bei meiner Weste mehr. Und das war nachher ein bisschen viel einfach. Also probiert es einfach an euch selber aus. Zieht es an. Ihr könnt es ja jetzt auch zum Beispiel mal, wenn ihr die erste Kette hier gemacht habt, einfach mal anprobieren, ob das von euch vom Arm her passt. Ja? Ihr müsst ja auch bedenken, es gibt ja noch ein bisschen nach, also es ist ja Spielraum da. Ja, wenn ihr guckt, wie weit man das ziehen kann, das ist schon einiges. So, wie gesagt, ich mache jetzt meine 35 Maschen und ihr so viel, wie ihr habt. Und die machen wir jetzt hier oben in unserem Zwischenraum oder in dem Ersatzstäbchen mit einer Kettmasche fest. Hier steche ich auch direkt in die Masche ein, weil das dann nachher einfach schöner fällt. Oder mir persönlich hat es halt besser gefallen. So. Ja. So. Jetzt gehen wir wieder 3 Maschen nach oben. Und machen in jede Masche ein Stäbchen. Das kommt jetzt in jede Masche ein Stäbchen. Und dann sehen wir uns gleich hier bei dem Ärmel wieder. So, jetzt sind wir hier bei unserer Ecke angekommen und da werden auch in alle 3 Stäbchen kommt ein Stäbchen obendrauf. Ja, und jetzt haben wir ja unsere Luftmaschenkette und diese gehen wir auch hin und
machen in jede Masche ein Stäbchen oder ihr umhäkelt sie halt, wie ihr das gerne möchtet. Das ist euch freigestellt. Ich werde in jede Masche eins machen und dann haben wir es, den ersten Arm. Mit den Maschen so ist das ein bisschen friemelig, aber es ist zu machen. Na? Oder auch nicht, doch. Na komm. Aus dem Bild. Ha? Also, wir stechen in das Maschenglied ein. Am besten komplett. Holen den Faden. Und machen ein Stäbchen. Und das macht ihr bis zum Übergang hier. So, die letzten zwei Luftmaschen noch. Ist halt ein bisschen Friemelarbeit. Ich meine, ihr könnt sie auch umhäkeln, wenn euch das zu viel Friemel ist. Das ist auch nicht schlimm. Ne? So. Und dann einmal noch hier in unsere feste Masche und dann wieder jede Masche von den Stäbchen, bis wir wieder hier an der Ecke sind. In die Ecke machen wir, zeige ich euch dann auch gleich nochmal, wie die gemacht wird. So, jetzt sind wir an der Ecke. Erst machen wir nochmal die drei Stäbchen hier fertig. Jetzt sind wir bei der Ecke und da kommen wieder drei Stäbchen. Moment, musst du Wolle holen, also drei Stäbchen. So, zwei, drei, zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen. Damit haben wir die Ecke gearbeitet. So, und hier seht ihr es. Unser Arm. Ja. Hier oben, hier ist der Kopf und der erste Arm. Oder das erste. Da haben Ausschnitt. So. So, und jetzt häkeln wir wieder
in jede Masche ein Stäbchen, in der Ecke hier unten drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen, dann wieder komplett einmal Stäbchen, wieder unsere Ecke, drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen und dann sehen wir uns hier gleich wieder, damit wir den nächsten Arm noch einfügen können. So, wie gesagt, wir haben ja jetzt die Ecke und jetzt vergesst bitte nicht, hier vorne müsst ihr ein bisschen rüberschieben, die erste Masche von unserem Stäbchen unten drunter. Ja, da kommt jetzt in jede Masche wieder ein Stäbchen. So lang, bis wir wieder an der nächsten Ecke sind. So, wir sind jetzt gleich wieder an der Ecke. Ein Stäbchen noch bei mir. Und dann machen wir jetzt wieder drei Stäbchen, zwei und drei, zwei Luftmaschen und ich hole mir erst nochmal Wolle und dann nochmal drei Stäbchen. So, und jetzt wieder nicht vergessen, hier vorne von unserem ersten Stäbchen hier ein Stäbchen reinmachen. Und wieder in jedes Stäbchen, in jedes Stäbchen oder in jede Masche ein Stäbchen häkeln. So, wieder an der Ecke angelangt. Drei Stäbchen. Zwei und die drei. Zwei Luftmaschen. Und nochmal drei Stäbchen. Und dann hier nicht vergessen. Unsere erste Masche einmal, zweimal und in die dritte Masche das dritte Stäbchen. So, und jetzt häkeln wir wieder bis hier vorne in die feste Masche. Jede Masche ein Stäbchen. So, ihr seht es, hier ist meine feste Masche und da mache ich jetzt auch ein Stäbchen rein. Und bei dieser Luftmaschenkette auch in jede Luftmasche ein Stäbchen. Seht ihr? Dann sehen wir uns gleich, upsala, hier oben wieder. So, die letzte Masche, die ist ein bisschen eng. Ja, hier haben wir unsere Kettmasche. Und hier ist unser Anfang. Das heißt, hier oben, 1, 2 in die dritte Luftmasche. Machen wir unsere Kettmasche. Na komm, die möchte nicht. Doch jetzt.
Einmal die Zehe ich auch ein bisschen enger. Flupp. Und der Ärmel ist fertig. Ich ziehe mal gerade ein bisschen größer die Schlaufe. Jetzt seht ihr es hier unten. Und dann läuft sie nach oben mit unseren beiden Ärmeln oder Armausschnitten. Ja? So, im weiteren Verlauf häkeln wir jetzt einmal weiter, und zwar drei Luftmaschen für unser erstes Stäbchen. Ich gehe hier in den Zwischenraum rein und mache 1, 2 Stäbchen. So. Und jetzt starten wir wieder mit unserem Muster. Das heißt, wir lassen 1, 2 Maschen frei und nehmen eine frei, ja, genau. Eine. Ja, eine lassen wir frei und machen hier unser Muster mit den drei Stäbchen. Jetzt müsste ich kurz überlegen. So. Eine für unser letztes Stäbchen und eine fürs neue Stäbchen, das heißt, wir lassen 2 Maschen frei, stechen in die dritte Masche ein und machen unser Stäbchen. 3 Stäbchen in eine Masche. So, 1, 2 freilassen, dritte Masche, 3 Stäbchen. Seht ihr? Und noch einmal eine Masche freilassen, 2 Maschen freilassen, in die dritte, 3 Stäbchen. So, wir sind jetzt in unserem Übergang. Und hier gehen wir jetzt auch hin, ganz normal 2 Maschen, 1, 2 in die dritte Masche, 3 Stäbchen. Und hier genauso 1, 2 und 3 Stäbchen. Wie gesagt, das machen wir, bis wir unten wieder an unserer ersten Ecke sind. Also noch einmal 1, 2 in die dritte Masche, 3 Stäbchen. Und das Ganze machen wir, bis wir hier unten wieder ankommen. Hier an unserer Ecke. So, jetzt sind wir wieder hier an unserer Ecke. Wir lassen wieder 1, 2 in die dritte Masche, 3 Stäbchen. 2, 3. Und ihr seht es, wir haben eine Masche übrig. Also genauso wie eben am Anfang. Die Ecke arbeiten wir wieder wie gehabt. 3 Stäbchen. Ups, da. 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. 2 und die Nummer 3. Hier geht es jetzt genauso weiter. Die erste Masche lassen wir frei und machen in die zweite 3 Stäbchen. So. Dann lassen wir
1, 2 in die dritte Masche, 3 Stäbchen. Und das Ganze arbeiten wir wieder bis zu unserer nächsten Ecke hier. So, hier sind wir wieder an unserer Ecke. 1, 2 ins das dritte Maschenglied. 1, 2, 3. Und die Ecke arbeiten wir wie gehabt. 3 Stäbchen. 2, 3. 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen, 1, 2 und das dritte. So, jetzt starten wir wieder mit dem Muster. Die erste Luftmasche, das erste Stäbchen mit der Masche lassen wir frei und in die zweite machen wir 3 Stäbchen, 2 und 3 und 1, 2 in die dritte Masche, 1, 2, 3 und dann wie gewohnt weiter bis zur nächsten Ecke. So, jetzt sind wir wieder in unserem Übergang von unserem Ärmel. Die Ecke habe ich euch jetzt nicht mehr mit aufgenommen, weil 2 Ecken haben wir ja eben zusammen gemacht. Am Übergang von dem Ärmel gehen wir auch hin. 1, 2 und in die dritte Masche machen wir unser Stäbchen. Und den Ärmel arbeiten wir dann auch so weiter, oder unseren Armausschnitt arbeiten wir dann auch so weiter wie gehabt. 1, 2 in die dritte Masche, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 1, 2, dritte Masche und 1, 2, 3. Bis wir jetzt wieder hier oben an unserem Start angelangt sind. So, das letzte Stückchen machen wir noch zusammen und dann machen wir unseren Übergang für die nächste Runde. In die dritte Masche und 3 Stäbchen. Dann gehen wir hier in unsere dritte Luftmasche und machen dort eine Kettmasche. Na. So. So, jetzt sieht das schön, damit man da den Übergang auch nicht so sieht. So, und jetzt gehen wir weiter mit Kettmaschen in unseren ersten Zwischenraum. Also hierhin. In dies eine Stäbchen einstechen und Kettmasche. Ins nächste Stäbchen einstechen, Kettmasche und in den Zwischenraum und eine Kettmasche. Jetzt gehen wir 3 Luftmaschen nach oben und machen noch 2 Stäbchen in den Zwischenraum. Ihr könntet jetzt auch in Spiralrunden weiter häkeln, wenn ihr das möchtet, aber ich mache es, wie gesagt, so. Der Übergang fällt nachher nicht so stark auf oder er fällt gar nicht auf. Wenn man das nicht weiß, sieht man das nicht, denn hier sieht es ja auch so gut wie gar nicht. Wenn man es weiß, sieht man es, aber sonst nicht. Und jetzt wird in jeden Zwischenraum zwischen diese 3 Stäbchen noch einmal
drei Stäbchen gesetzt. Also Zwischenraum, drei Stäbchen. Hier Zwischenraum, ein Stäbchen, zwei Stäbchen und drei Stäbchen. Und das macht ihr jetzt rundherum. Und die Ecken arbeitet ihr. Drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. Bis wir wieder hier an unserem Startpunkt sind. So, ich bin nochmal an einem Übergang. Ich wollte euch jetzt die Abschlusskante zeigen. Ich habe hier an dem Ärmelausschnitt 8 Reihen von unserem Muster draufgesetzt und mit der Stäbchenreihe sind es 9 Reihen insgesamt. Ich habe jetzt bei meiner Tochter geguckt, sie möchte die Weste offen tragen, deswegen mache ich da jetzt den Abschluss. Das hier fällt sozusagen vorne an ihrer Vorderseite runter, also vom Arm, Bauch her. Moment, ich lege es mal gerade, dass ihr das ungefähr seht. Hier ist unser Arm und dann ist das so bei ihr. Ihr könntet jetzt noch hingehen und hier noch rein natürlich dran häkeln, wenn es für euch noch nicht reicht. Also davon gehe ich jetzt auch nicht aus. Ich habe auch bei mir definitiv mehr Reihen. Wir könnten hier mal schauen, gerade wie viele Reihen ich bei mir habe. Denn wenn man das für jemanden, für eine erwachsene Frau häkelt oder auch wenn sich das ein Mann machen möchte, ist ja nicht nur für eine Frau geeignet, dann muss das halt ein bisschen mehr sein. Allein schon von der Oberweite halt her. Ja, so, und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, ich habe 13 Reihen bei mir. Bei mir geht es genau schön locker, sodass das über der Brust so mit einem V zusammengeht. Das fand ich ganz schön. Bei meiner Tochter ist es jetzt eher ein bisschen... Ja, wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir holen es mal runter. Oh Gott. Ein bisschen legen hier oben, dass der kleine Kragen sich auch legt. Also bei ihr ist es dann hier so und läuft dann so über den Bauch. Und die gehen so nach hinten weg an ihrer Taillehüfte entlang. Aber sie hat gesagt, sie möchte das so haben. Das findet sie so in Ordnung. Für offene Jeans hat sie jetzt gemeint, wird sie das auch anziehen. Für in der Schule, wenn ihr kalt ist oder so. Und dann habe ich dann gesagt, gut, dann machen wir das natürlich. Freut mich natürlich umso mehr, wenn sie die Sachen dann auch außerhalb anzieht. Ja, aber es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn sie es nur zu Hause angezogen hätte für auf die Couch oder so zum Überziehen. Ja, zurück zu unserer Jacke, zu unserer Weste. Wir sind hier am letzten Übergang. Ich mache wie immer die Kettmasche, ziehe die ein bisschen enger, damit sie nicht so auffällt. Und dann gehe ich wieder vorne mit jeweils einer Kettmasche in den folgenden ersten Zwischenraum und auch nochmal eine Kettmasche. So, drei Luftmaschen nach oben für unser erstes Stäbchen und dann machen wir zwei Stäbchen, jetzt habe ich mir den Faden festgelegt, zwei Stäbchen, eine Luftmasche und in denselben Zwischenraum nochmal drei Stäbchen. Eins, zwei. Und dann kringelt sich das nachher so. Also ich finde das eine schöne, einfache Kante. Ich finde auch, das passt gut zu der Jacke.
zu der Weste. Deswegen habe ich mich für diese einfache kleine Verzierung entschieden. So, jetzt springen wir rüber in den nächsten Zwischenraum ohne eine Luftmasche. Die Luftmasche machen wir nur zwischen unseren drei Stäbchen. Also jetzt ohne Luftmasche in den nächsten Zwischenraum. Drei Stäbchen. Drei. Eine Luftmasche. Und noch einmal drei Stäbchen. Drei. So, also drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen. In den nächsten Zwischenraum ohne Luftmasche wieder drei Stäbchen. Eine Luftmasche und wieder drei Stäbchen in denselben Zwischenraum. Eins, zwei, drei. Seht ihr es, ne? Ist das so eine süße, einfache Kante. Gefällt mir persönlich sehr gut. Und das arbeitet ihr jetzt in jeden Zwischenraum rein. Ich mache jetzt mal bis zur ersten Ecke und dann zeige ich euch nochmal die Ecke. Wir machen es nochmal zusammen, also ein Stäbchen, zweites Stäbchen und das dritte Stäbchen. Eine Luftmasche und nochmal drei Stäbchen, eins, zwei und drei. In den Zwischenraum ein Stäbchen, zwei Stäbchen, drei Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, zwei Stäbchen und das dritte Stäbchen. So. Seht ihr, ich finde das so ganz hübsch, wenn sich das so ein bisschen wellt. Finde ich das eine süße Sache. So, das häkelt ihr jetzt so weit bis zu unserer ersten Ecke. Die Ecke zeige ich euch auch gleich nochmal, aber die wird wie die anderen auch gehäkelt. Drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen, also wie die Ecken zuvor. Genau, dann sehen wir uns jetzt gleich bei der Ecke wieder. So, wir sind an der Ecke angelangt und hier machen wir, wie eben gesagt, drei Stäbchen, eins, zwei, drei, zwei Luftmaschen und drei Stäbchen, zwei und drei. Seht ihr, das wellt sich so ein bisschen. Ich finde, also das passt wirklich für mich ganz gut dazu. Und dann häkeln wir hier in den nächsten Abschnitt wieder drei Stäbchen. Zwei. Drei. Eine Luftmasche und drei Stäbchen. Und dann wieder bis zur nächsten Ecke, die Ecke häkeln, bis wir wieder hier, jetzt muss ich gucken, wo wir waren, hier, bis wir wieder hier sind. Dann sehen wir uns gleich auf dem letzten Abschnitt. So, wir sind jetzt in unserem letzten Zwischenraum und somit schon am Ende der Weste. 3. Und am Ende machen wir jetzt nur noch mal eine Kettmasche
Und dann noch eine Luftmasche. Und dann mache ich noch mal immer zur Sicherheit noch mal eine Masche. Eine Luftmasche. Und ziehe das Ganze stramm zu. Und schneide dann den Faden ab. Irgendwo habe ich auch meine Schere. So. Das ist jetzt sozusagen das Ende unserer Weste. So, den Faden kann man jetzt noch schön vernähen. Ich mache den meistens so ein bisschen mit der Häkelnadel. Ziehe ich ihn mir hier durch. So, dass das halt nicht so stark einfach auffällt. Aber das könnt ihr ja auf eure Weise machen, wie ihr das immer macht. Seht ihr, so fällt das nicht auf. Zieht mir noch mal so ein bisschen. Und dann ist der Faden so gut wie weg. So, das war oder ist unsere Pentagon-Weste, Sternenweste. Ich lege es gerade mal ein bisschen ordentlich hin. Ich dachte gerade, dass ich das vielleicht mit der Kamera ein bisschen besser eingefangen bekomme für euch noch. Dass ihr mal seht, wie sie so komplett aussieht. Aber dafür muss ich erstmal ein bisschen schöner hinlegen. So. Ich ziehe jetzt oben einmal kurz ein bisschen runter. Den Kragen lasse ich mal nach oben. Und dann zeige ich es euch gerade mal kurz. Seht ihr von oben? Hier sind unsere Arme. Und der Kragen fällt dann halt so und dann am Bauch hin. So. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, dass ich euch vielleicht einen Ticken höher bekomme. Dass man das alles dann sieht hier. Seht ihr? Und dann unten so. Mit unserem Action. Hier ist eine Ecke, dann hier und hier. Genau. Ja, das war oder ist die kleine Anleitung zu der Sternenjacke. Ich hoffe, sie ist einigermaßen verständlich. Wenn nicht, schreibt mir, sagt mir Bescheid. Dann probiere ich euch natürlich weiter zu helfen, so gut wie es geht. Genau. Dann hoffe ich, euch hat es soweit gefallen. Es war alles soweit in Ordnung. Und viel Spaß beim der Arbeit an der Jacke. Oder an der Entspannung bei der Jacke. Bei Arbeit finde ich das nicht. Es ist eine Entspannung eher. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn ihr möchtet. Einen lieben Kommentar würde ich mich freuen. Natürlich gerne ein kostenloses Abo. Apropos, was ich euch noch sagen wollte. Ich habe es vergessen. Ich habe insgesamt für die Jacke von dem Gründel hier insgesamt 4 Knäule verbraucht. Also der 4. Knäuel. Ich hole es mal gerade raus. Na, er möchte nicht. Ja, ist hier. Das ist der Rest. Den wickele ich mir jetzt nochmal schön auf zu einer Kugel.
Und ja, das ist der Rest. Insgesamt 4 Stück mit einem Rest. Ja, dann vielleicht 3,5. Und es passt meiner Tochter, also kann man so ungefähr sagen, ja, 164, 176, sowas in dem Dreh wird das haben. Genau. Jo. Aber dann jetzt. Macht's gut. Viel Spaß. Bleibt gesund. Tschüss.